Das größte Clever-Fahrzeug aller Zeiten, ja. Es hat eine Stehhöhe von 2,10 Meter, glaube ich. Es ist der H3 und er ist riesengroß, hat sogar ein eigen gefertigtes Schlafdach, was aus eigener Produktion kommt, was zu einem Drittel mitbestellt wird. Es ist vieles all-inclusive und das werden wir euch heute mal zeigen. Alufelgen sind mit drin, die großen Reifen sind mit drin, große Bremsanlage mit drin und. Simone, wir haben viel gelernt. Mhm, ja. Eben war, ich sag mal, der Vertriebschef, mit dem sind wir zusammen und die haben sich stark entwickelt, Clever. Ist nicht mehr so die günstige Billigmarke, sondern ist komplett in der Mitte angekommen. Und die sind halt auch bereit zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Guck mal, das Schlafdach, du warst noch nicht oben, oder? Nee, ich war noch nicht oben. Das machen wir gleich. Ich war noch nicht. Nee. Warte, ich guck mal gerade. Also es ist wirklich für ganz große Menschen. Jetzt siehst du, hier sind große Menschen drin und die haben noch 30 cm Platz oben drin. Also ab oder für 1,90 oder größer. Wir gehen mal hinten rein, schauen uns das Ganze mal an, denn das Fahrzeug hier ist für Leute, die wirklich viel Platz haben möchten. Die Längsbetten, der Einstieg ist so einfach. Gefällt dir das hier? Ja, geh mal sehr. Rein. Das gefällt mir sehr. Wir schauen nur nach Längsbetten. Wir sind immer gewisser Alter, da braucht man Längsbette. Das Bett ist etwas tiefer, das heißt, man kommt besonders gut rein, genau. Oder? Und oben sind die Schränkler ein bisschen länger, ein bisschen größer. Du kommst hier aus Schwaben, oder? Ja, genau. Wo kommst du her? Aus Hemmingen. Aus Hemmingen, wo liegt das ungefähr? 15 Kilometer von Ludwigsburg. Hättest du gedacht, dass die Messe so voll wird? Ja. Ach, hättest du gedacht, oder? Ja. Es war die letzten Jahre, war nicht da. Ihr seid jetzt schon Camper oder noch nicht? Ja, schon lange. Was fahrt ihr im Moment? Im Moment fahren wir Wohnmobil und habe den Wohnwagen. Echt? Ja. Okay. Enkelchen schon, oder? Nein. Okay, ein Sohn, oh, der kommt noch, vielleicht. Egal, spielt keine Rolle. Wir gucken mal gerade, Preis-Leistungs-Verhältnis, die sind ja gut Stück teurer geworden, oder? Ja, so 5.000, 6.000 Euro sind sie teurer wie vor 2 Jahren. Ist das so, aber man kriegt ja auch viel mehr Auto dafür jetzt, oder? Oder nee. Nicht? Nee, einfach teurer geworden. Einfach nur teurer geworden. Vielen Dank, tschüss. So, guck mal hier, ein Riesenbett mit drin. Geh ruhig mal hoch, dass wir das mal sehen. Und kann ich sogar von hinten auch mal. Kannst von hinten einsteigen, ohne dass du dich irgendwie verrenken musst, denn das Bett ist sehr, sehr, sehr tief. Linke Seite sind 2 Gasflaschen mit drin und hier siehst du auch mal die lichte Höhe hier in dem Fahrzeug. Das ist unglaublich. Du kommst, selbst wenn du hier im Bett bist, die Schränke, guck mal, wie groß die sind. Ja, Wahnsinn. Das ist beim H3 natürlich absolut sensationell. Du hast Gasdruckdämpfer mit drin. Du hast, guck mal, innen ein Furnier. Die sind innen ausfurniert. Dann hast du zusätzlich nochmal Magnetschlösser mit dran, die also wirklich nicht kaputt gehen können eigentlich. Ich glaube, die Blende ist fest. Sicher? Ja, die ist fest. Okay. Aber wenn du einfach nur feste dran ziehst, dann geht's auf. Dann geht's auf irgendwann mal. Okay. Weißt du, was ich gut finde, Simone? Was? Dass du dich hier, wenn du dich da mal da dran setzt, passt du da noch drunter oder ist es zu eng? Nee. Geht noch, oder? Das heißt, du könntest sogar noch ein bisschen lesen. Ja, wenn du. Ich kann sogar aufrecht so. Du könntest sogar quer schlafen hier mit 3 Mädels. Ja. Würde gehen, oder? Warte mal, du bist komplett verloren hier in dem Auto drin. Das ist übrigens die Breite. Wir haben fast 1 Meter, ich glaube 95 haben wir Bettlänge quer. Und dann 2 Meter sind es. Es ist unglaublich. Die rechte Seite übrigens ein bisschen länger wie die linke Seite. Also Platz hat man hier satt. Und was mir auch gut gefällt, ist, dass auf der linken Seite alles Uni ist und keine Fenster. Weil das brauche ich nun wirklich nicht an der Seite. Ich will ja nur schlafen. Ja. Etwas Reduktion, was hier mit drin ist. Zum Lüften hat man Salzfenster, das heißt flächenbündige Fenster hier auf der Seite mit dran. Und dann nochmal richtig viel Stauraum, den ich hier nutzen kann. Und das Ganze kann ich natürlich hochklappen. Wenn du das mal gerade anliftest hier, bitte. Lass mal sehen, Lattenrost ist mit drunter. Das Ganze kann ich zu der Seite hier hochklappen und hiermit arretieren. Mhm. Den meinst du? Mhm, genau, also es müsste gehen. Ja, du kannst normalerweise, wenn du mal gerade aufstehst, das mal hochhebst. Denn viele nehmen ja auch ein Motorrad mit oder irgendwas, was du mitnehmen kannst. Und du musst, glaube ich, zuerst das Lattenrost einschieben. Ja, kann sein. Das könnte sein. Wir können es mal ein bisschen hochheben. Warte mal, ich helfe dir. Ah ja, jetzt. Da ist es mit drin. Das Lattenrost wird eingeschoben. Und dann kannst du es normal hochheben. Wir können es mal probieren, ob das so ist. Das ist auch so. Ja. Und da ist die Lattenrosterweiterung mit drin. Und dann kannst du andrücken. Es kann sein, dass man. Jetzt fällt sie unten durch. Es kann sein, dass man die Matratze vorher anlüften kann. Wir wollten es nur mal zeigen. Ja, wenn du mal grad, auf jeden Fall geht es dann nach oben. Genau, wenn du mal gerade das unten lässt, dass wir das haben. Also das Mittelteil hat auch tragende Funktionen hier mit drin. Jetzt können wir durchgehen. Wir gehen mal rein. Ich bin 1,83. Was krass ist die Raumhöhe. Ja. Mach mal die Arme bitte hoch, dass wir mal sehen. Komm nicht dran. Kommst nicht dran. Also das ist. Mit Zehenspitzen. Unglaublich. Für das Geld musst du auch sehen. Ja. Also du kriegst hier unglaublich viel Auto fürs Geld. Dann hast du einen Vitrifrigo-Kühlschrank, den du auch komplett öffnen kannst. Mitgriff. Ja, eben, der ist leider abhanden gekommen.
mach ihn mal so weit auf, wie es geht. Also den kriegst du sehr weit auf, sodass du also auch hier im Schlafbereich drankommst. Hast hier einen Kleiderhaken mit dran, der ganz wichtig ist. An der Stelle, wo die Kleider auch nicht stören. Also an der Seite geht es dann gerade noch. Da kannst du Handtücher, Kleider und so weiter aufhängen. Eine Besonderheit ist das Bad. Geh ruhig mal rein. Mit einer Duschhöhe von über 2 Metern. Ja gut, du hast ja Leute, die sind größer. Ja, natürlich. Ist nicht jeder so und kompakt? Die haben es echt schwer manchmal auf dem Markt. So, und dann Duschwanne ist mit drin. Du hast eine Belüftung im Bad hier mit eingebaut. Da siehst du, das Ganze kannst du ausziehen. Das heißt also wahrscheinlich, guck mal gerade, ist der Auslass hier von der Brause. Nee, also guck mal oben, dann den kannst du rausziehen, der drauf ist. Nee, vorne, genau. Und das ist dann die Dusche kombiniert. Da ist jetzt hier Spiegel mit dabei. Toilette, die Kassettentoilette kann man übrigens ab Werk zur Trenntoilette umrüsten lassen. Das kostet etwas über 1000 Euro und dann hast du eine Trenntoilette in der Kassettentoilette drin, professionell. Die Jungs haben wir interviewt. Guck mal, der Badschrank, wie groß der ist. Die Höhe macht es natürlich und dadurch hast du jetzt richtige Schränke im Kastenwagen. Also ich muss sagen, das Auto wäre mir zu hoch. Ich komme ja schon gar nicht. Ja, der ist auch nicht für dich gebaut. Nee, also der ist gebaut für große Menschen oder Leute, die viel Platz brauchen. Ja. Was ich cool finde, ist, du könntest theoretisch hier oben, wie auch immer noch, Schlaufen anbringen, Surfbretter reinhängen, sowas machen. Ja. Die Küche, hier sieht man auch mal den Unterschied. Ich gehe mal einen Schritt zurück zwischen Schrank und Simone und Küche und so weiter. Da hast du richtig viel Platz, kannst hier rausgucken. Das macht der H3. Dann, ganz wichtig, was hat der Vertriebsleiter gesagt? Hier klappert nichts. Also es ist Automotive-Qualität. Alles ist wirklich ganz massiv verbunden miteinander. Die Sitzbank ist hier und jetzt gibt es was ganz Besonderes, das werden wir euch gleich mal zeigen. Wir haben gerade schon ein paar Kunden gesehen, die nur die Sitzbank kaufen wollten, aber... Es gibt eine besondere Bank, nämlich hier vorne bekommt ihr eine Dreier-Sitzbank, die werden wir euch gleich mal zeigen. Das ist eine ganz spezielle Sitzbank, die so sensationell ist, dass ihr die unbedingt mal sehen müsst. Mach mal bitte auf hier vorne. Gasdruckdämpfer mit dabei, Magnethalterung und ich glaube... Wir schenken dir das, dass du hoch musst. Denn ich habe keine Leiter gesehen. Ja, und da, warte, ich zeig's mal gerade. Da kommst du nicht hoch. Nee, das ist wie in der Disco, da kommst du nicht rein. Ich komme überall rein. Wenn du mal gerade das Fach hier zeigst, bitte. Das ist auch relativ groß. Großes Auto, also da hast du nochmal einen riesen Platz mit drin. Über dem Dach natürlich auch wieder H3. Vorteil ist natürlich vom Kastenwagen, du hast im Falle eines Crashs natürlich das Originalauto mit dabei und das schafft natürlich, dass du maximale Sicherheit hast hier in dem Fahrzeug mit drin. Sollen wir mal kurz die Bank mal zeigen, dass wir das mal sehen. Der ist jetzt hier auf Citroën, hat Verdunklung an der Seite mit drin, Lithium-Ionen ist Serie und. Viele Extras mit drin. Hier ist noch Stauraum, mach mal ganz kurz auf, hier unten. Das hier? Nee, unter dir, guck mal, unter dem Sitz. So, da hast du noch richtig viel Stauraum. Und ganz da hinten, da kannst du richtig viel reinmachen. Ja. Also das ist sehr, sehr viel. Drehbare Sitze, komm, wir zeigen mal. Zunächst aber mal ganz kurz den Preis. Also was haben wir denn hier? 58.990 Euro kostet das Ganze. Und da ist schon alles mit drin. Und wie er hier steht, 72.710, ein paar Extras noch mit drin. Aber ihr kriegt den wirklich voll ausgestattet für 58.990 Euro. Und die Sitzbank... Die zeigen wir euch jetzt mal. Yes. Die hat dich fasziniert, oder? Ja, die war geil. Qualität. Ja, weil wir es halt auch noch nie gesehen haben, ne? Das ist wirklich, ja. Der Vertriebspartner konnte sich zwar selbst nicht erklären, warum nur die das hinkriegen, aber es ist so. So, hier vorne, da siehst du, wenn ich einmal ganz kurz hier durchgucken darf, das geht ganz schnell, das ist die Sitzbank. Setz dich ruhig mal ganz kurz rein. Die ist, kann man in jedem Fahrzeug von Clever einbauen lassen. Das ist eine Doppelsitzbank und die macht eigentlich so richtig Sinn, wenn man, ich setze mich mal ganz kurz hier rein, das geht ganz schnell, da ist die Drehbank mit drin und du hast tatsächlich eine Doppelsitzbank, wenn du jetzt ein Brüderchen hättest oder so irgendwas, der kann sich gerade daneben setzen, oder? Ja. Das ist sensationell. Also das ist die Sitzbank, die kriegt ihr auch in dem großen H3 mit drin, die kann man drehen und das ist wirklich krass, ich finde die gut. Ja. Einzelsitze hier. Auch das ist erhältlich gegen Aufpreis. Kann man also hinten sitzen wie vorne. Komm ruhig raus. Und die Einzelsitze, die kannst du auseinander bewegen. Ja. Simone, am Stand von Clever. Ja. Was ist dein Fazit? Ja, also mit zunehmend, also umso mehr Fahrzeuge ich sehe, umso mehr überzeugen sie mich. Und das ist nur ein Stand von Hunderten. Und wir verbringen aber relativ viel Zeit für, warum? Preise? Ja, weil, ja, genau, unschlagbare Preise und ja, ich denke für die, die sagen, wir wollen ein ordentliches Fahrzeug, haben aber keine 100.000, für die ist das super.
Komm, wir gucken uns den nochmal an. Da steht er, das H3-Dach mit Aufstelldach. Es ist eins der meistgegucktesten Fahrzeuge hier. Das siehst du hier hinten. Und ist natürlich, brauchst du einen Parkplatz für. Ja, das stimmt. So, Länge haben wir eben abgefilmt. Tolles Fahrzeug für das Geld. Ganz ehrlich, für knapp über 58 Kilo. Ein tolles Angebot. Tschüss. Ciao.